Ja, wir sagten einem jungen Mann namens Tiber zu, dass wir versucht wollten, seinen Bruder Cherk zu finden. Laut Tiber betrat sein Bruder den Mantelwald, um eine Spinnenplage zu beseitigen. Ja, die Spinnenplage hier ist echt anstrengend. Nichts leichter als das. Genau deswegen Was wollt nämlich. ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Das wäre nämlich schon die erste Falle, in die wir getappt wären. Ach, und es blitzt und donnert jetzt auch noch. Ja? Hey, wir sind ja eigentlich in freier Natur. Euer Leben liegt in meiner Hand. So, töten wir erstmal die Spinne hier. Nichts leichter als das. Das heißt, wir sind jetzt im Spinnenteil des Mantelwaldes gelandet. So. Wir stellen uns mal hier auf. Weil hier müssten wir in der Mitte des Spinnennestes sein. In der Mitte der Ja? Spinnennestfalle. Gucken uns ganz vorsichtig um. Wo weitere Spinnennetzfallen, wo die Spinnen weitere Fallen platziert haben könnten. So wie die da nämlich. Wow. Was wollt ihr nahe unter meiner Würde? Ein Waldschrat ist kein Problem. Du tust die Falle deaktivieren. Oh, zwei weitere Waldschrate. Das könnte schon etwas schwieriger werden. So, und noch ein Waldschrat. So, sehr schön. Nichts leichter als das. Ja, beinahe unter meiner Würde. Edelstein. Ghoul-Berührung. Oder was ist das? Kälteberührung. Kalte Hand. Kannst du kalte Hand lernen? Jo. Ist ein Stufe 1 Zauber. Klar kannst du den lernen. Ghoul-Berührung wäre natürlich besser gewesen. Ich hab genug davon. So, dann gucken wir auch mal gleich in die Richtung hier. Beinahe unter meiner Würde. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Ob hier auch noch eine Falle liegt? Ja, beinahe unter meiner Würde. Ja, hier lang. Aber bis jetzt sieht's okay aus hier unten. Also, ja, man merkt, wir sind hier an einem großen Wasserfall, der sich auch ziemlich stark Was staut. Wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Mich hier lang. Und ein Waldschrat. Ja. Was? Beinahe unter meiner Würde. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Immer mal wegschaffen. Dass die anderen auf den Waldschrat einklopfen können. Und weg ist der Waldschrat. Man kann's ja mal versuchen. Ein Edelstein. Ah, Diamanten hast du eigentlich. Obwohl, das ist kein Diamant, das ist ein Zirkon. So. Was wollt ihr hier lang? Immerhin vorsichtig weiter vorschicken. Vor allem Ding ist es hier verdammt verwinkelt. Ja, nichts leichter als das. Euer Leben liegt in meiner Hand. Ja? Na, solange du nicht vergiftest, ist alles okay. Ihr braucht meine Hilfe? Ich tue mein Bestes. Was ist das jetzt? Schutz vor dem Bösen. Haben wir viermal. Das könnten wir auch irgendwann mal sprechen. Was wollt ihr?
Hä? Mich kümmert denn, ich verschwinde jetzt. So, weiter nach Fallen suchen. Und ja, so Spinnnetzfallen direkt zu entschärfen ist schon ein bisschen komisch, aber zum Glück kann man das machen. Was? So, die Gruppe immer hinterher holen. Ich hab genug davon. Und ja, man merkt, wir sind wieder an der Küste. Wir sind nämlich hier an dem Küstenstreifen. Also nördlich von Kerzenburg sind wir. Das heißt, wir konnten eigentlich in unserer Kindheit den Mantelwald immer sehr gut sehen. Ja? Von Kerzenburg aus. Hier lang. Und hier ist Sackgasse. Gut zu wissen. Hier ist Sackgasse, das heißt, wir schicken immerhin mal da hoch. Was wollt ihr? Und den Rest der Truppe hier hinterher. Nichts leichter als das. Khalid verläuft sich. Wie sieht es eigentlich mit dir ihre Ausrüstung aus? Du hast ein Schild. Plus 1, ja, okay. Und du hast das Turmschild, das Langschild plus 1. Ja, hier lang. Gut. So, hier ist bis jetzt immer noch nichts. Wir nähern uns wieder dem Wald. Ja. So. Gut. Die nachziehen. Ja. Oh, Spinne. Gesichter, was bist du? Du bist eine Riesenspinne. Was wollt ihr? Gut. Das heißt, du bist die. Was? Gib mir auf die Augen, Boah! Gib mir auf die Augen! Ah! Böse, dicke Variante. Wobei, du gehst eigentlich noch. Beinahe unter meiner. So, mal zwischendurch sicherheitshalber safe machen. Also wenn ich das alles nochmal machen müssen, hier unten aufdecken. Okay, das ist eigentlich komisch, dass hier nur eine einzelne Riesenspinne war. Ja, nichts leichter als das. Ah, 500 Erfahrungspunkte, dann sind wir ja, denn ich die nächste jetzt. Stufe. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Okay. Was wollt ihr? Was? Gut. Ich hab genug davon. Noch eine Riesenspinne. Ja? Euer Leben liegt in meiner Hand. Töten wir sie? Oh, immerhin hat keine Pfeile mehr. So, Riesenspinne ist ausgeschalten. Du bist ja, ich hab genug davon. Immerhin geh mal weiter vor. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ich hab genug davon. Jetzt gucken wir uns hier an der Küste um. Ja? Hier lang. Ah, hier scheint bis jetzt nichts zu sein. Ja? Beinahe unter meiner Herde. Das sieht gar nicht gut aus. Das heißt, wir schwenken oben auf Feuerpfeile. Du, ich hab genug davon. Oh, zwei von der Sorte. Was wollt ihr? Zwei von der sich portende garstigen Sorte. Okay, eine von der sich portende garstigen Sorte ist tot. So. Weg mit denen. Level up für Talisa.
Eine Stufe höher. Einverstanden. Wir brauchen 14.500. Das kann eine Weile dauern. Das ist nämlich das Doppelte von dem, was wir jetzt haben. Mehr sogar. Aber hey, wir haben wieder freie Plätze. Göttliche Macht. Gift verlangsamen, das brauchen wir nicht. Wir haben göttliche Macht. Hier haben wir neue Sachen. Tote beleben. Magiebann auf jeden Fall. Ja, die Musik ist gerade etwas nervig. Stärke von 1. Wenn dieser Zauber ausgesprochen wird, erhält die gesamte Gruppe die Stärke 1876. Hat ein Mitglied der Gruppe einen höheren Stärkewert, sei es von Natur aus oder aufgrund eines magischen Gegenstands, wird seine Stärke auf den Wert 1876 reduziert. Eine Phase lang. Nee, nicht wirklich. Unsichtbarkeit aufheben, Lähmung aufheben, Fluch brechen. Mit Hilfe dieses Zaubers wird der Priester in der Regel Flüche brechen können, die auf Gegenstände und Personen lasten oder in Form einer Heilsuche oder einer bösen Präsenz bestehen. Zu beachten ist, dass dieser Bandzauber eine verfluchte Waffe oder Rüstung oder einen verfluchten Schild zum Beispiel nicht von dem Fluch befreien kann. Jedoch versetzt die Person, die über einen verfluchten Gegenstand verfügt, für gewöhnlich in der Lage, sich von diesem zu trennen. Bestimmte Flüche können mit Hilfe dieses Zaubers nicht oder nur durch Anwender höherer Stufe gebrochen werden. Ne, Fluchbrechen brauchen wir nicht so unbedingt. Glyphe der Abwehr. Eine Glyphe der Abwehr ist eine machtvolle magische Inschrift. Danke. Eine Glyphe der Abwehr ist eine machtvolle magische Inschrift, die unbefugten oder feindlichen Wesen den Durchgang oder Zugang zu diesem Ort oder das Öffnen eines Gegenstandes verwehrt. Sie kann zum Schutz einer kleinen Brücke oder eines Eingangs oder auch als Falle an einer Truhe oder Schatulle angebracht werden. Jedes Wesen, das den geschützten Bereich betritt bzw. berührt, bekommt die magische Wirkung zu spüren. Bei Gelegen eines Rettungswurfs gegen Zauber kann das Opfer der Wirkung allerdings entgehen. Man kann einen Bereich nicht durch mehrere Glyphen sichern. Bei einer Kommode mit 3 Schubladen zum Beispiel könnten allerdings jede durch eine andere Glyphe geschützt sein. Wenn der Priester den Zauber wirkt, zeichnet er komplizierte Muster aus streichend leuchtenden Linien um das schützende Siegel. Glyphen verursachen in der Regel 1 bis 4 Schadenspunkte durch Elektrizität pro Stufe des Priesters. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und Tote beleben ist auch nicht nett. Dieser Zauber erzeugt die niedersten aller untoten Monster, Skelette oder Zombies, für gewöhnlich aus den Knochen oder Leichen toter Menschen, Halbmenschen oder Humanoiden. Ja, das ist nicht ganz so Talisas Geschmack. Versuchen wir es mal mit der Glyphe. Auf jeden Fall ist es gut, dass die Magie bannen wirken kann. Jetzt. Und dass wir auf dem besten Wege zu Stufe 6 sind. Jetzt schon. Beinahe unter meiner Würde. Dabei haben wir noch mehr als die Hälfte des Mantelwaldes vor uns. So. Mich kümmere, ich hab genug davon. Immerhin guck erstmal in diese Richtung. Okay. Was wollt ihr? Oh. Riesenspinne. Beinahe unter meiner Würde. Du bist hier lang. Ja, was wollt ihr? Will die uns in eine Falle locken? Oder läuft die jetzt außen rum? Was? Beinahe unter meiner Würde. Gucken wir mal, ob sie von der anderen Seite kommt. Ich verschwinde jetzt. Tatsache, da ist sie. Euer Leben liegt in meiner Hand. Naja, mit einer Riesenspinne kommen wir klar. Noch eine Phasenspinne jedoch. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde.
Wow, das war jetzt knapp. Stunden Sie denn? Ich verschwinde jetzt. Was? Ja, komm, schön hier, Phasenspiele.